Toll. Da ging es nicht hin, wo ich hin wollte. Hallo? Ha, da ist ein Fenster, wo ich rein kann. Oder vorne. Oh, hi, Basti. Sigurd war hier, aber jetzt nicht mehr. Wohin hat Fulke ihn gebracht? Ist das Sigurds Blut? Die hatte, glaube ich, Spaß. Sigurd, jeden Teil deiner Folter wird Fulke zehnfach erleiden. Hallo. Das ist Fulke, aber kein Sigurd. Die Kirche! Dorthin muss Fulke ihn gebracht haben. Komm, Basim! Aus dem Weg! Das will ich haben. Tschüss. Tor verleiht mir Kraft. Ach, Mann. Aua. Weg da! Tötet euch selbst. Wir machen immer noch Pilz. Diese Tür erfordert die Kraft von Zweien. Komm her, Basim. Ich brauche hier drüben Hilfe. Basim? Du warst doch gerade eben noch hier. Schnauze. Jetzt aber. Oh Gott. Volker. Ich habe für ihn getan, was ich konnte, Eivor. Jetzt liegt es an dir. Nein! Nein. Bruder, Bruder! Ich bin für dich da. Ich bin bei dir. Ich bleibe bei ihm. Kümmere du dich um Fulke. Ich komme zurück, Bruder. Ich verspreche es. Dir fehlt ja fast alles. Gleich noch mehr. Du verkriechst dich vor mir wie eine Ratte im Dunkeln, Fulke. Im Dunkeln sind wir alle, Eivor. Nur die Suche nach Licht bringt uns den Göttern näher. Lass das Geseier! Unsere Sprache ist der Tod! Du kämpfst unter dem Banner der Unwissenheit, Eivor. Ich könnte den Vorhang lüften, damit du siehst, was dahinter liegt. Ich brauche nichts von dir. Hm.
Werde ich noch mal. Rede ich voll gedreht? Oder hängen mit dem Schwert an der Lampe? Das geht natürlich. Habe ich gesehen. Geht doch. Klappe. Die ist noch nicht tot! Willst du etwa nicht wissen, was ich erfahren habe, Eivor? Alles, was du sprichst, ist Irrsinn! Sigurd ist ein Ältester. Archon, Nephilim, Isu, nenn ihn wie du willst. Er ist wiedergeboren. Er ist mein Bruder und Jarl. Und du bist geisteskrank. Er ist, was wir uns erhoffen sollten zu sein. Die lebt noch! Volke, verdammt seist du! Volke! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Hört sie nicht an. Sie gehört mir. Du bist zu spät, Eivor. Ich habe deinem Bruder die Wahrheit gezeigt. Das ist mein Sieg. Und du wirst mir ins Grab folgen. Nette Waffe. Muss man ihr schon lassen. Du kannst mein Fleisch verwunden, aber meine Taten werden ewig leben. Ja, ich hab den Rücken gesehen. Vorbei! Mach's nochmal! Wirklich! Hau zu! Du bist deinem Bruder ähnlicher, als ich dachte. Hä? Die hat aber kein Zeit mehr. Ach, wenn die Werte so rumhammelt, bekommt sie es nachher noch mit dem Kreuz. Sie hat das Größte vollbracht, das Menschen je schaffen konnten. Und du, Eivor, du musst all das fortführen. Was? Sigurd!
Was? Ich kann gehen. Lass mich. Lass mich gehen. Oh, das sah eben nur so aus. Der hat ja seine Beine noch. Okay. Eivor. Wie ein Drescher werde ich mich durch die Feindeshalme kämpfen. Wütender. Was hat sie dir angetan? Eivor! Wir haben sie so lange es ging aufgehalten. Die Verstärkung aus Winchester ist da. Bringt Sigurd auf ein Schiff. Ich halte sie auf, bis ihr abgereist seid. Kämpfe gut, Eivor. Komm zur Siedlung, sobald du kannst. Bogenschützen! Los! Ja. Yay, 2600! Bleib bei mir, Ova! Wir zwingen sie! Nicht den Kopf verlieren, Sova! Bloß nicht nachlässig werden! Niemals! Ein letztes Mal! Oh, ich kann da hinten stampfen. Ich will stampfen. Jetzt nicht nachlassen, Krieger. Für Odin und den Ruhm. Ja, ein Soldatenkrieger ist weg. Wir sind zu viele Leute. Warum freut sich der Rote mit uns? Waren das jetzt alle? Wir haben sie vorerst zurückgedrängt, aber ohne Gudrums Heer haben wir nicht genug Männer, um die Feste zu halten. Wir haben Sigurd. Das war das Wichtigste. Hi. Danke. Gudrum hat voreilig geurteilt, Eivor. Du kannst es mit den Besten von uns aufnehmen. Geh zu deinem Bruder. Die Worte lieber Menschen helfen schneller als jedes Kraut. Ich werde hier übernehmen. Mögen die Götter dich leiten, Oba, bis wir uns wiedersehen. Eine Sache wäre da noch. Warum redest du noch mit mir? Genug der Verabschiedung. Geh zu Sigurd. Ja. Auf bald, Oba. Jarlskonar Soma. Wir haben wohl gewonnen. Ein großer Sieg. Nicht einmal diese Mauern konnten uns aufhalten. Dieses Land wird bald unser sein. Was wird aus dir? Ober und ich ziehen gen Westen und treiben die Sachsen vor uns her. Elfred wird seine Krone bald verlieren. Hoffentlich sehen wir uns dort alle wieder. Das wäre schön. Hey, ich habe ein Dolch bekommen. Oh, mit dem darf ich noch reden. Na, wie hat dir das Kämpfen geschmeckt? Es war wirklich erheiternd. Ich fühle mich wie in jungen Jahren. Hättet ihr diese Truppen nicht aufgehalten, wären wir kaum erfolgreich gewesen. Du bist kühn für einen Priester. Unterschätze die Geistlichen nicht. Wir übergeben unser Leben einem Gott, den wir nicht sehen können. Das ist das Kühnste überhaupt. Ja. Ich glaube, ich muss nach... Da.
Rattenmatter. Auf nach Hause. Es ist so still. Sind alle im Langhaus? Sollen sie sonst sein? Die feiern natürlich Weihnachten. Ach nee, warte, hier heißt es ja Julfest? Julnacht? Schnee! Hallo! Julfest müsste das im Nordischen heißen. Ja, ja, sehr gut. Zurück okay. An deinem Platz. Oh, wie habe ich dich vermisst, Bruder? Mich vermisst, ja. Das glaube ich gern. Was? Du hast dir ganz schön Zeit gelassen. War das der Grund? Hat es dir gefallen auf meinem Thron? Na toll. Ich tat, worum du mich gebeten hast. Und alle Zweifler hast du getötet. So ist es nicht gewesen. Randvi, Randvi wird es dir sagen. Ah ja, wird sie? Meine liebe Frau. Ein Geschenk ihres Clans, um meinen Ehrgeiz zu zügeln. Ja, sie wird mir ganz sicher die Wahrheit sagen. Was hat dir die Drude Fulke angetan? Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich gesehen habe. Und erfahren. Ein Kind der Götter, das bin ich! Herr des Krieges! Ein römischer Mars! Ich weiß, wer ich bin, kenne mein Schicksal! Du stehst mir nicht mehr im Weg! Ich finde, er hat eine Ohrfeige verdient. Bruder. Vergib mir. Ich bin müde. Der Tag war lang und es ist viel geschehen. Ich muss raus hier. So ist er schon seit seiner Rückkehr. Kannst du mit ihm sprechen? Ihn beruhigen? Ich versuch's. Hört nur! Hört! Erstmal den Thron setzen. Hey, Basim. Hey. Basim, gesellst du dich zu uns? Ich werde sicher bald feiern. Doch heute Nacht fühle ich Schwermut. Ich möchte lieber hier allein meinen Gedanken nachhängen. Ich verstehe. Nimm dir Sigurds Stimmung nicht zu Herzen. Er sprach voller Wärme von dir auf unserer Reise. Er vertraut dir noch immer viel mehr, als er auszudrücken vermag. Wir vertrauen einander. Ich weiß. Genieße das Fest, Eivor. Tja, hi. Randvi, Sigurd hat so viel durchgemacht. Hab Geduld mit ihm. Natürlich. Ich kann mir die Grausamkeit dieser Fulke kaum ausmalen. Trotz ihrer Boshaftigkeit schien sie ihn zu mögen. Ich weiß, wie seltsam das klingt. Wie meinst du das? Sie behauptete, ihn zu kennen und zu bewundern. Sie sagte, er wäre größer, als uns klar sei. Trotz allem folterte sie ihn an den Rand des Wahnsinns und fast zu Tode. Ich verstehe nicht, wieso. Irgendwann wird sich Sigurd erholen. Und dann wird er vielleicht darüber sprechen. Baby! Oh, sorry, Basti. Wie war's? Wo ist Sigurd hin? Weiß ich, wo der hin ist. Definitiv kein PTSD oder so. Nee, nee. Was? Stressig. Oh. Zeig mir, was klingt aber nicht gut. Ihr habt doch keine Ahnung von Abkürzungen. Nu? Die Beine, habt ihr die Beine gesehen?
Zum Friedhof. Seine Stimmung ist düster. Heißwein. Da bist du ja, Bruder. Was machst du hier draußen? Ich habe dich gesucht. Sigurd. Post-Traumatic Stress Disorder. Mir fällt die deutsche Bezeichnung gerade nicht ein. Alles gut. Ist okay. Verstehe ich. Er starb im Kampf um meine Ehre? Das dachte er. Dann war er ein Narr. Meine Ehre muss nicht verteidigt werden. Sie ist unerschütterlich und ungetrübt. Ich bot ihm einen Ausweg an, aber... Lass die Vergangenheit ruhen. Zwischen damals und heute liegt ein Graben so tief wie der Tod. Ich wurde geprüft, Eivor, in einem Schmelztiegel aus Blut und Feuer. Und in meinem Schmerz wurde ich neugeboren. Du denkst, ich sei nicht mehr so groß wie zuvor. Doch das stimmt nicht. Ich bin noch größer. Mein Geist ist eine Quelle der Vorhersagungen. Visionen, die mir zeigen, wer ich bin. Allein dafür bin ich für all mein Leid dankbar. Sigurd, ich möchte es ja verstehen. Aber all das, was du sagst, ergibt wenig Sinn. Basim sah all das in mir. So wie auch Fulke. Sie war grausam, aber sie hat die Wahrheit gesagt. Ich bin mehr als der Mann, der ich war. Mehr als die gebrochene Gestalt, die vor dir steht. Sieh genauer hin, Eivor. Sieh mich an. Sieh selbst, was sie in mir gefunden haben. Siehst du es? Meine wahre Größe. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Sieh. Danke. Das ist das Gesicht eines Gottes. Ich sehe nur meinen Bruder und ältesten Freund, der wieder dort ist, wo er geliebt und verehrt wird. Da, wo er hingehört. Du bist gütig. Doch dein Blick wird von einer Vergangenheit getrübt, die ich nicht länger sehe. Unsere Wege haben sich getrennt. Geh. Ich möchte allein sein. Geh zurück zu meinem Fest und betrinke dich. Feiere für mich die Tage, die uns erwarten. Okay.